Servus und hallo bei Not Another Dope Show. So, dala. Heute lese ich euch vor vom 10.01. bis 16.01.1994 und die Wochenreflexion von meiner Drogentherapie bei Daytop in Herrsching, nahe München. Guckt es euch mal an bei Google Earth oder so. Echt geile Ortschaft da. Geiler See, geile. Ja, doch, hat was. Schönes Örtchen. So, also, ich bekam diese Woche einen Brief meiner Mutter, in dem sie mich fragt, ob sie meine Adresse an meine Ex-Verlobte weitergeben darf. Ich werde es ihr erlauben, weil ich wissen will, was mit ihr abgeht und was sie will. Denn ich kann ja jederzeit den Kontakt zu ihr wieder abbrechen. Gut, ich mache das mit gemischten Gefühlen, da sie stark heroinabhängig ist, aber vielleicht hat sie sich zu einer Therapie entschlossen. Der Stelle kurz eingehakt. Ja klar, also im Knast habe ich halt gehofft, dass sie mit mir auf Therapie geht und dass das die Gefühle nicht vorgespielt waren. Später denke ich mal, vermutlich war es nicht ich, sondern das Material oder Zugang dazu. Bis zum Sonntag ist nichts Nennenswertes passiert. Heute Vormittag hörte ich durch Zufall, wie der Volker H. von seinen Testtagen erzählte. Dabei fiel auch der Name Gisela Straße und dass dort die fertigen Leute rumhängen. Dabei gar nicht zu träumen. Von meinem geistigen Auge sah ich mich dort rumhängen. Diese Erinnerungen sitzen noch ziemlich tief und zumal ich letztes Jahr um diese Zeit noch dort war. Seltsamerweise habe ich extrem Bock drauf, dort abzuhängen. Das ganze Szeneverhalten, rumhängen, Leute abziehen, zumachen, Gift suchen und kaufen, paradox davon ist, dass ich trotzdem nicht konsumieren will. Ich will clean werden und auch bleiben. Und ab und an überkommt mich aber das Gefühl, dann fühle ich mich einsam, verlassen. Ich komme mir dann fremd vor, als würde ich nicht hierher gehören. Zum Glück halten diese Feelings nie lange an. Nie länger als 2-3 Stunden. Jo. Wer sich meine Sendungen angeguckt hat bis hierhin, der hat mitbekommen, dass das das erste Mal ist, wo ich ein bisschen mehr von mir preisgebe. Das hat angefangen, die Therapie hat angefangen zu wirken. Also ich konnte plötzlich über meine Gefühle sprechen. Und auch davon, wie drogennah ich manchmal war. Weil es ist schon so, dass die Gisela Straße ein Umschlagplatz war für Kodeinsaft und Tabletten. Und an der Universität, eine Station weiter, ist Hasch verkauft worden. Und am Odeonsplatz läuft heute noch klassische Musik, weil da mal Heroin verkauft worden ist. Und dieser Heroin-Umschlagsplatz ist durch ein Junkie-Jogging, das nennt man so, wenn man die Polizei, wenn die Druck aussieht auf den offenen Szenen, da so ausübt und Kontrolldruck erhöht, dass die Leute ausweichen. Und so war es halt auch vom Odeonsplatz zum Marienplatz, vom Marienplatz zum Sendlinger Tor, vom Sendlinger Tor zum Hauptbahnhof, zurück zum Sendlinger Tor. Das ging halt immer wieder so reihum, die Heroin-Szene, die Saft- und Pharma-Junkie-Szene, so nannte man damals die Leute, die Tabletten nehmen, die waren an der Gisela Straße. Und da war ich halt auch, habe meinen Saft und meine Tabletten verkauft, um mit dem Erlös ein paar Stationen zu fahren und mir dann Heroin zu kaufen. Ja, ja, Gisela Straße. Und dass mich das damals so runtergezogen hat, ist ganz klar, weil ich ganz viele Leute dort gekannt habe. Und als er das so erzählt hat von diesen fertigen Leuten, wusste ich, ich war auch mal einer davon. Ich habe an der Gisela Straße das letzte Mal jemanden gesehen, mit der ich auch in dieser Therapie später noch zusammengekommen bin. Und sie habe ich dann noch einmal kurz getroffen, als ich schon ein Kind hatte, auf dem Weg zu meinem Anwalt, der mich echt grottig verarscht hat. Und da erzähle ich euch in der Beigeschichte, die ich immer zu den Therapiegeschichten mache, die Knastgeschichten, da erzähle ich euch mal drüber, wie dieser Anwalt mich abgewichst hat. Das war echt uncool. Ich war wahrscheinlich Gegenstand eines Deals. Anders kann ich mir dieses Verhalten von dem Mann nicht vorstellen, weil er war damals Vorsitzender, der oberste Chef von Condrops.
Ein sehr bekannter, prominenter Anwalt, der ganz viele BTM-Fälle schon geführt hat und der mich tatsächlich hintergangen hat und angelogen hat. Und das könnt ihr euch dann in dieser Geschichte hier anschauen. Bis dahin, Daumen hoch, kommentieren bitte, würde mich interessieren, ob euch mehr die Knast- oder mehr die Therapiegeschichten interessieren. Da würde ich dann einen Fokus drauf legen und ansonsten, naja, Happy 420, kommt zu den ganzen Demonstrationen, helft mit, das BTMG zu begraben. Ihr seid die Leute, die wir jetzt brauchen. Wir haben es nicht geschafft, aber jetzt gemeinsam können wir es schaffen. Peace.